Leute, ich muss sagen, ich bin heute wirklich, wirklich aufgeregt. Ich bin fast nervös. Schaut sich das an. Endlich, endlich, zum allerersten Mal in der Geschichte von PlaySoccer Reviews habe ich die Möglichkeit, eines der großen Meisterwerke der Filmgeschichte zu besprechen. Einen Film über die technisierte Zivilisation der Zukunft mit meisterhaften, bahnbrechenden Special Effects von dem großartigen Regisseur Fritz Lang. Ich bin... Aber das war Metropolis, oder? Und wir schauen nach wie vor Necropolis. Oh, way to kill the fun. Aber was ich bei Necropolis, Return of the Living Dead 4, schon relativ interessant finde, ist die Tagline. You cannot kill what is already dead. Okay, ich muss mich an der Stelle offiziell bei Scream 3 entschuldigen, weil das ist definitiv die schlechteste Tagline, die ich jemals gehört habe. You cannot kill what is already dead? Hat derjenige, der das geschrieben hat, jemals auch nur einen einzigen Zombie-Film gesehen? Die Musik, die dann beim DVD-Menü von der deutschen DVD läuft, heißt übrigens Everything you lost is here. Wirklich, damit ist der Hype wieder da, weil meinen Verstand suche ich eh schon seit Ewigkeiten. Der Film beginnt mit einem Werbespot von Hybratech. Wo Sie auch hinsehen, unser Service und unsere Waren gibt es überall. Ach, ganz ehrlich, diese Monopole und diese Großkonzernüberdosis. Ich weiß es nicht, aber gut, solange Sie mir keine Täterburger verkaufen wollen, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Wir machen Ihr Leben interessanter. Genau, haben Sie zum Beispiel schon einmal daran gedacht, an einem Sonntagnachmittag von einer Zombie-Horde verfolgt zu werden? Dann probieren Sie einfach Hybratechs neues Deo, Trioxin. Wir entwickeln Hightech-Games. Ganz ehrlich, dann sehen wir die Demo von dem schlechtesten Videospiel, das ich jemals gesehen habe. Mein Gott, der Film ist schon 10 Jahre alt, das muss man an der Stelle fairerweise erwähnen, aber das ist... Bis zum Devil ist das Org. Wir machen Ihre Lieblingssnacks. Ich wusste es, ihr seid Täterburger, nur mit einem neuen Namen dahinter. Wir entsorgen Atommüll. Aha, also ihr macht auch die Lieblingssnacks von Toxi. Wir helfen, wenn Katastrophen passieren. Wie zum Beispiel Tschernobyl. Und ich muss an der Stelle immer wieder... Gulp meinen, weil ich mag das irgendwie nicht so ganz, wenn reale Katastrophen zu einem B-Plot in irgendeinem durchschnittlichen Film verwurstet werden. Eigentlich ist das ein bisschen widerlich, vor allem, weil es mich dann zwangsläufig an Filme wie Stirb langsam 5 erinnert oder wenn Zombies auftauchen. Was genau haben jetzt Zombies mit Tschernobyl zu tun? Nein, 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 ich will es nicht aussprechen, weil kaum spreche ich diesen Gedanken aus, gibt es sicher irgendjemanden, der auf die glorreiche Idee kommt, irgendeinen widerwärtigen Found-Footage-Film draus zu machen. Wir sind die Exklusivbeauftragten des US-Umweltschutzes und der World Health Organization. Kurzum, wir kontrollieren dich, mach nur mehr, was wir wollen, weil sonst werden wir dich vernichten. Wir neutralisieren die letzte Zombie-Spezies. Schmetterlinge? Ganz ehrlich, zu dem Text, wir neutralisieren die letzte Zombie-Spezies, wird eine Aufnahme von einem Schmetterling eingeblendet. Aber trotzdem, danke. Return of the Living Dead 4, ich muss echt sagen, vielen, vielen Dank für diese erste Filmminute. Dieser Werbespot hat sich meiner Meinung nach wirklich ausgezahlt. So viel wie jetzt schon zu besprechen war, bin ich ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt eine... kleine Verschnaufpause bekommen zu einer Szene, wo die Credits eingeblendet werden und die Darsteller wieder mal ans Set fahren und dann erst in der 5. Filmminute wieder ankommen. Ganz ehrlich, ist da nicht irgendwo noch ein Wald in der Nähe, durch den ihr laufen könntet? Warte mal. Ist das Peter Coyote in dem Film? Derselbe Peter Coyote aus Sphere, E.T. und anderen relativ bekannten Filmen, die definitiv ein bisschen größere Nummern sind als Return of the Living Dead 4. Das wäre ja wie, wenn wir in, keine Ahnung, 5 Jahren dann 28 Months Later sehen mit Robert De Niro und
Johnny Depp, ich weiß es nicht. Einer von dieser Gruppe übrigens hat einen Geigerzähler mit. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Die Strahlung ist genauso stark wie bei einem Zahnröntgen. Ich will nie ein Zahnröntgen machen. Hilfe! Ihr seid in Tschernobyl! Habe ich schon erwähnt, dass diese Gruppe durch den explodierten, zerstörten Atomreaktor in Tschernobyl geht, der natürlich nicht von irgendwelchen Sicherheitseinrichtungen blockiert wird, wo nicht kontrolliert wird, dass nicht irgendjemand dorthin kommt und wo glücklicherweise nicht gerade Bruce Willis irgendwas mit einem Hubschrauber anstellt. Ganz ehrlich, Zahnröntgen! Nein! Ich weiß es nicht, ich will auch gar nicht wissen, wie viele Köpfe ihnen nachher wachsen, wenn sie da wieder rauskommen. Aber gut, offensichtlich konnte man keine bessere Endlagerungsstätte finden für die letzten 2, 4, 5 Trioxinbehälter oder, wie sie dann in diesem Film heißen, Trioxin. Upsi, da haben wir was vergessen im Drehbuch. Fragt mich nicht wirklich, wieso die dort sind und wie die dort hingekommen und wie viele jetzt wirklich da von diesem Lastwagen gefallen sind. Es sind auf jeden Fall die Letzten. Es waren im zweiten Teil die Letzten, es waren im dritten Teil die Letzten, es sind jetzt im vierten Teil die Letzten. Und nachdem es einen fünften Teil gibt, nehme ich einmal an, dass es dann die allerletzten auch noch irgendwann einmal gibt. Einer von unserer Gruppe hebt ein umgefallenes Fass auf, wenn die dort jetzt seit Jahrzehnten einfach nur stehen und lagern, frage ich mich natürlich, wie die umfallen können und auch natürlich, woher diese Gangster davon wissen. Aber außerdem finde ich spannend, dass die Macher von dem Film offensichtlich keinen anderen Return of the Living Dead Film jemals gesehen haben, weil 245 Trioxin ist ein Gas und kein glibbernder grüner Schlatz. Aber wie gesagt, Trioxin 5, genauer gesagt hier. Was übrigens dann passiert, ist ähnlich wie in 13 Eerie. Der Kerl hebt das Fass auf, bekommt den Schlatz auf die Hände, mutiert daraufhin dann sofort selber zu einem Zombie, beißt seinen Chef und wird dann von dem potenziellen Käufer Peter Coyote erschossen. Danach haben zwei Leute einen Autounfall und liegen quasi verletzt im Gras, während dann irgendjemand ihnen schlechtes Skelett-Make-up aufs Gesicht gefotoshoppt hat. Was das Ganze jetzt natürlich mit der Szene von vorher zu tun hat, weiß ich nicht. Wir schalten dann endlich zu unseren eigentlichen Hauptcharakteren des Films um. Wir sehen Junior, der mitten im Wohnzimmer mit einem Flammenwerfer spielt und dann kommt es zu einem super tollen Exposition-Dialog. Wenn Mom und Dad noch leben würden, tun sie aber nicht. Drehbuch-Oscar! Julian, unser Hauptdarsteller, geht dann in die Küche. Dort sitzt Onkel Charlie. Onkel Charlie, wirklich, Peter Coyote heißt in Return of the Living Dead 4 Onkel Charlie. ja, vor Lachen kommen mir die Tränen, it's just like I'm gonna be John Cryer. Auf jeden Fall will Coyote, dass Julian nach der Schule den Rasen mäht, weil ganz ehrlich, war Jeff Fahey nicht schon abschreckendes Beispiel genug, dass Leute, die ausschauen wie Billy in Scream, idealerweise nicht den Rasen mähen sollten? Julie geht nach draußen, dort winkt ihm dann irgendein Mädchen zu, die dann frontal gegen ein parkendes Auto kracht. Haha, Parkschaden, das kostet hunderte Dollar, um es zu reparieren. Und wie ich den Film kenne, wird das Ganze nie wieder angesprochen. Es wird nie gemeldet. Der Besitzer muss es dann einfach selber zahlen. Tipptopp. In der Schule meint dann eine Lehrerin, Hybratech produziert alles von Käse bis Napalm. Hoffentlich verwechseln die das nicht irgendwann einmal versehentlich. Das wäre dann blöd. Einer in der Schule heißt übrigens Sieg. Ich habe gerade das plötzliche Bedürfnis, mich in allen Unterhaltungen böse und wie ein absoluter Vollidiot zu verhalten, damit er mich am Ende der Story hasst. Coyote macht ein Experiment, er pumpt Trioxin 5, das jetzt plötzlich doch ein Gas ist, in irgendeinen Glasbehälter mit einem abgetrennten Arm. Ich hoffe jetzt einmal für ihn, dass das Fass auch einen Ausschalter hat, weil bis jetzt ist eigentlich immer nur der komplette Inhalt von dem Fass nach draußen gedrungen und ich kann mir vorstellen, dass der Druck, der sich in dem Glasbehälter dann aufbaut, etwas groß ist und dass ihm möglicherweise das komplette Glas um die Ohren fliegt und sich dann das Trioxin im Raum verbreitet. Außerdem hoffe ich jetzt einmal, dass das Glas dichter ist als derjenige, dem dieser Plot eingefallen ist. Vor allem, wenn wir ganz genau hinschauen in der Szene, sehen wir das Gas tatsächlich
austritt aus diesem Glasgefäß. Nicht jetzt, weil Peter Coyote dann im Endeffekt aufgrund dieses technischen Mangels zu einem Zombie wird, sondern einfach, weil das Prop nicht hingehauen hat und es sich dabei um einen witzigen Filmfehler handelt. Unsere Hauptteens fahren auf dem Motorrad. Beim Start vom ersten Motorrad ist übrigens die Kamera ganz nah am Boden platziert, sodass das Motorrad Dreck auf die Linse schleudert. Ironischerweise nicht das erste oder letzte Mal, dass uns die Kamera direkten Dreck zeigt. Julian soll über eine Rampe springen, traut sich dann aber doch nicht. Siegmeier, verdammt, wo ist dein Kopf? Möglicherweise in 5 Minuten immer noch auf seinen Schultern, ganz im Gegensatz zu dir, du Evil Knievel für Arme. In der nächsten Szene erweckt dann Coyote einen toten Punk wieder zum Leben. Und ganz ehrlich, er lacht dabei fast Freudentränen. Wo wir bei der nächsten John Cryer-Reference werden. Wobei, ganz ehrlich, ich würde auch weinen, wenn ich mir die Frisur von diesem Punk genauer anschauen muss. Der nämlich über seinen Tod hinaus, und ich will jetzt gar nicht einmal wissen, wie lange der schon tot ist, perfekt gestylte und gegelte Haare hat. Tipptopp. Apropos Horror-Klischees. Wir schalten jetzt einfach zu einer wirklich notwendigen Szene mit zwei Obdachlosen, von denen einer sagt, we're all doomed. Und er heißt Krusty. Der Clown, ich meine ganz ehrlich, der ist nicht so lustig wie ein Clown, sondern eher so witzig wie eine gegrillte Ratte. Und er heißt Krusty, weil sein ganzer Körper verkrustet ist, weil er sich nie wäscht. Das ist einfach nur widerlich. Bei diesen Obdachlosen tritt dann Trioxin 5 aus durch irgendeine Lüftung, die aus Gründen existiert, und als erstes erwacht dann die gegrillte Ratte wieder zum Leben, beißt einen der Obdachlosen, aber ihr lacht jetzt an der Stelle vielleicht, ich kann ganz ehrlich sagen, das ist bei weitem nicht das absurdeste Filmkonzept mit Ratten, das ich jemals gesehen habe. Der andere Obdachlose wird natürlich auch gleich in einen Zombie verwandelt durch das Gas. Eben die unwichtigste Frage an der Stelle, wie das Gas dorthin gekommen ist, aber noch wichtiger ist, sie wohnen quasi in der Parkgarage von Hybratech. Diesem großartigen Unternehmen, das alles herstellt und alles verkauft und alles macht. Nicht, dass die möglicherweise irgendwie ansatzweise Security haben, die verhindert, dass Obdachlose einfach in der Parkgarage wohnen. Egal, Sieg wird nach seinem Motorradunfall für tot erklärt, lebt aber und wird zu Experimentierzwecken zu Hybratech gebracht. Unsere Gruppe erfährt davon, weil eine von unserer Gruppe quasi als Security bei Hybratech arbeitet. Also, wir wissen quasi, dass es Hybratech gibt. Auf jeden Fall recherchiert unsere Gruppe jetzt auf der Hybratech Homepage, weil sie offensichtlich wirklich glauben, dass die geheimen Experimenten mit gestohlenen Patienten aus dem Krankenhaus dort direkt auf der Homepage angezeigt werden. Einer aus unserer Gruppe hat so eine Allzweck-Hack-CD, die binnen Sekunden das Passwort auf der Homepage knackt, und tatsächlich gibt es dort einen Bereich für geheime Forschungen. Ich fasse es nicht. Die Gruppe beschließt natürlich sofort dorthin zu fahren und Sieg auf eigene Faust zu befreien, Polizei möglicherweise, wobei, ganz ehrlich, wenn eine, die dort arbeitet, sogar die Security-Footage, wo sie ihn reintragen, klauen könnte, wäre das doch ein einwandfreier Beweis. Aber gut, das ist, muss man sagen, vielleicht einer der, ich würde jetzt einmal sagen, nicht durchdacht cleveren, aber undurchdacht sehr cleveren Plotpoints, weil wenn wir wissen, was für eine mächtige Firma Hybratech ist, glaube ich nicht, dass die Polizei denen im Ende ansatzweise was tun würde. Also sehen wir quasi eine Gear-Up-Montage von Gutschlags 11 und dann wieder Aufnahmen von Darstellern, die mit dem Motorrad ans Set fahren. Katie, diejenige, die bei Hybratech in der Security-Abteilung arbeitet, schleust sich irgendwie in die geheimen Kameras an, nicht, dass es bei einer allmächtigen Firma wie Hybratech irgendwelche Kontrollorgane gibt, you know, who watches the watchman, die eventuell das Ganze protokollieren, was sie sich anschaut, und dadurch mitkriegt, dass sie auf irgendwelche Kameras und Materialien zugreift, zu denen sie eigentlich keinen Zugang hat. Es ist außerdem, wie gesagt, bis jetzt auch noch niemandem aufgefallen, dass im Parkhaus mittlerweile nicht nur zwei Obdachlose, sondern zwei Zombie-Obdachlose herumlaufen. Neben den Obdachlosen hat's übrigens auch unsere Gruppe ganz leicht und problemlos geschafft, unterirdisch in dieses Hybratech-Parkhaus einzudringen. Es gibt dann einen Alibi-Dialog im Sinne von, ah, Katie hat sich um die Sicherheitskameras gekümmert. Und auch schon die Tür aufgemacht.
Wie schön, ganz ehrlich, dass es bei einer Top-Secret-Firma so leicht ist, einfach die Tür aufzumachen, Fremde reinzulassen. Ich glaube, ich wiederhole mich in der letzten Zeit ein bisschen, aber ganz ehrlich, das ist, finde ich, ein relativ großes Problem für den Plot von diesem Film. Unsere Gruppe kriecht durch die Lüftungsschächte, einer schießt sofort in irgendeine Richtung. Niemand hört das natürlich, weil es offensichtlich in dem ganzen Gebäude niemanden gibt, der ansatzweise Schüsse mitbekommt im Belüftungssystem. Nein, keine Sorge, es handelt sich dabei nur um ein Kind, das unserer Gruppe gefolgt ist. Julians kleiner Bruder ist jetzt auch dabei in der Sache, ist mittlerweile also schon der zweite Return of the Living Dead Film mit einem Kind als Hauptcharakter, nur mit dem einzigen Problem, wie genau ist er jetzt dorthin gekommen, weil unsere Gruppe ist mit dem Motorrad gefahren. Ich glaube nicht, dass er ihnen mit dem Motorrad nachgefahren ist. Ich glaube möglicherweise auch nicht, dass es direkt eine Busverbindung von Julians Haus zu Hybratechs Haus gibt und dass es außerdem der Gruppe nicht auffällt und dass dann der Kleine genauso schnell ist wie die anderen und außerdem genau dann weiß, durch welches. Egal, lassen wir das. Es ist ein richtig gut gesichertes Labor. Bleiben wir dabei, wenn sogar ein Kind dort einbrechen kann. Wobei gut, bei diesem Wüstengefängnis in The Dark Knight Rises war es nur ein Kind, das ausbrechen könnte. Vielleicht ist das nur so eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Katie gibt der Gruppe Anweisungen über Funk und hat dabei auf ihrem Bildschirm einen Kompass, der falsch ist. Wir sehen einen Film von jemandem, der nicht weiß, nie ohne Seife waschen. Nein, wir haben da nie waschen ohne Seife. Nie waschen Seife ohne. So in dem Sinne. Also Westen und Osten sind einfach vertauscht. No comment an der Stelle. Unsere Gruppe trifft auf Peter Coyote, der natürlich in seinem Büro keinen Alarm, Distress-Knopf, sonst irgendwas und irgendwie Hilfe holen kann. Nachdem sie da, er meint natürlich, nein, das stimmt alles nicht, wir machen da keine geheimen Forschungen, wir haben da kein Projekt am Laufen, von dem wir nichts wissen, ist nein, überhaupt kein Problem. Dann meinen sie, oder wir wissen, dass Sieg da ist. Ach so, na dann. Dann führt er sie plötzlich in einen anderen Bereich von diesem Hybrid-Tech-Gebäude und meint dann noch, das ist der Hochsicherheitstrakt. Genau, so ein Hochsicherheitstrakt, dass ich da jetzt einfach mit 5 bewaffneten Zivilisten reingehen kann, ohne dass das irgendjemandem ansatzweise auffällt, nachdem sich jemand in der Security-Kameras gehackt hat und eine Tür aufgesperrt hat, damit eben fremde Leute dort reingekommen sind. Tip-top organisierte Firma, jawohl! Sie sind jetzt bei Sieg angekommen, sein einziger Kommentar ist, Your Uncle Sucks. Finde ich ein relativ gutes Review zu den letzten Staffeln von Two and a Half Men. Coyote meint dann allerdings, er kann Sieg leider nicht rauslassen, weil er hat den Code für das Zahlenschloss nicht. Deswegen kommt Carlos auf die Idee, er schießt auf das Zahlenschloss und die Tür geht automatisch aus. Ja, aber dadurch, dass er die Tür öffnet, schlägt er offensichtlich auch Alarm. Ich hätte mir jetzt mittlerweile nicht mehr gedacht, dass es sowas in diesem Haus überhaupt gibt. Katie versucht dann natürlich den Alarm zu deaktivieren. Sie ist so toll. Sie gibt permanent irgendwelche falschen Codes ein. Offensichtlich hat sie eine Codeliste. So wie damals, als ich noch auf der PlayStation 2 diesen Action Replay, hat das glaube ich geheißen, wo man Spiele cheaten konnte und dafür Milliarden Codes eingeben musste. So ungefähr komme ich mir da jetzt vor, wie sie durch die Blätter geht und schaut, ja, wo ist der Code? Wo ist genau das, was ich jetzt eingeben muss? Keine Ahnung, fällt natürlich niemandem auf. Nirgendwo scheint dann irgendwo so ein Warnhinweis auf. Achtung, Achtung, bei Katie, dreimal falsches Passwort. Möglicherweise sollten wir das Login für 3 Minuten sperren. Ich weiß es nicht. Ich meine, mir ist klar, dass es in jeder Firma in der Nacht weniger Personal gibt, aber so? Egal, unsere Gruppe findet dann in der nächsten Szene quasi die Säuglingsstation. Natürlich erfahren sie, dass auch Julians Eltern gar nicht tot sind, sondern für Experimente verwendet wurden und sich im Gebäude befinden. Peter Coyote erklärt dann ganz klar, was der Plan von Hybratech ist, nämlich die Weltherrschaft. Ganz ehrlich, bei dem, was wir am Anfang von dem Film in diesem Werbeteil erfahren haben, würde ich ja mal sagen, dass Hybratech von der Weltherrschaft so oder so nicht wahnsinnig weit entfernt ist. Coyote kann in der Zwischenzeit entkommen, sperrt dann unsere Gruppe in der Säuglingsstation ein, aber sie können wieder ausbrechen, indem sie auf ein Codeschloss schießen, weil die Tür einfach wieder
automatisch aufgeht. Das einzige Lustige an der Szene ist, dass sich dann Katie ein bisschen ärgert, weil sie hat es gerade geschafft, den Alarm von der letzten Tür zu deaktivieren und eine Sekunde später läutet der Alarm schon wieder wegen der nächsten Tür. Warum das so schwer ist, einfach denselben Code noch einmal einzugeben, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall schafft es Katie, wieder einen falschen Code einzugeben und alle Zombies werden freigelassen. Warum man diesen Sicherheitscode programmiert hat, ist mir jetzt auch nicht so klar. Auf jeden Fall erfahren wir dann in der nächsten Szene, dass es tatsächlich in diesem Gebäude einen Sicherheitsbeamten gibt. Offensichtlich wirklich nur einen, dessen Uniform ein bisschen so aussieht wie ein Kostüm aus einem 1-Euro-Shop. Er arbeitet übrigens bei einer Firma als Sicherheitsbeamter im Zombie-Trakt, weiß allerdings nicht, wie man Zombies im Ernstfall besiegen kann. Also niemand hat ihm gesagt, du, wir haben in unserer Sicherheitsabteilung einen Code, da könnte es passieren, dass alle Zombies plötzlich frei werden, aber du hast kein Problem, du brauchst ihnen quasi einfach nur in den Kopf schießen. Das wäre, finde ich, eine Information, die möglicherweise bei einer der ersten Dienstbesprechungen durchaus fallen hätte können. Es gibt zum ersten Mal in dem Franchise wirklich explizite und auch gut handgemachte Fressszenen und, muss ich zugeben, einen der blutigsten Kopfschüsse seit Dawn of the Dead. Die Frage ist nur, wie viele Zombies jetzt in diesem Gebäude gelagert wurden, wie viele Zombies Hybratech irgendwie für ihre Experimente wirklich gebraucht hat, weil es dauert Sekunden und plötzlich ist das ganze Gebäude mit Zombies angefüllt. Die Zombies sind schon auf die Straße vorgedrungen. Es gibt einen netten Gag übrigens an der Stelle, dass ein Zombie den Portier am Empfang quasi beißt und dann ins Telefon sagt, Send more security guards. Genauso wie der Send more paramedics Zombie im ersten Teil. Julian will natürlich an der Stelle seine Eltern retten. Ein anderer Teil der Gruppe versucht zu entkommen. Auch irgendwie nachvollziehbar. Nach einer Schießerei könnte dann die Gruppe langsam aber sicher auf die Idee kommen, dass man Zombies am besten mit Kopfschüssen aus dem Weg räumt oder... Oh, falscher Alarm, Entschuldigung, hier reichen offensichtlich auch Brustschüsse, solange sie halt in Zeitlupe gezeigt werden. Die Zombies von Return of the Living Dead 4 sind mit Abstand die schwächsten Zombies, die ich seit Ewigkeiten in einem Film gesehen habe. Es reicht hier wirklich, ihnen irgendwo hinzuschießen und sie sind dann tot. Möglicherweise könnte man sie sogar mit Martial Arts besiegen. Oh. Egal. Die Einschüsse sind mittlerweile relativ blutig gemacht. Vor allem beim Betreten vom nächsten Gebäude wird dann einem mit der Schrotflinte der komplette Kopf weggeschossen. Was, muss man zugeben, effekttechnisch wirklich cool gemacht wird. Die Gruppe 1, also Julians Gruppe, die seine Eltern retten will, hat keine Munition mehr. Deswegen gibt's eine Schlägerei mit den Zombies quasi. Tony Ja ist Bud im Day of the Dead Remake. Ich weiß es nicht. Die Gruppe 2 ist in der Zwischenzeit bei den Autos gelandet. Nach Zombies im Kaufhaus gibt's jetzt auch P3, Zombies im Parkhaus, die Version halt, die sich auch The Asylum leisten kann. Sie fahren mit dem Auto weg, aber Zeke mutiert in der Zwischenzeit zu einem Zombie. Das Auto hat durch den Kampf quasi während dem Fahren einen Unfall und explodiert. Moment, hat der Zombie gerade tatsächlich das Kind umgebracht? Das Kind stirbt im Film, das muss man sagen, ist für einen amerikanischen Streifen relativ mutig. Julian findet in der Zwischenzeit seine Eltern. Und ganz ehrlich, this film is awesome. Seine Mutter sieht irgendwie aus wie eine Kreuzung von der Schwester von John Travolta in Battlefield Earth mit irgendwelchen zenobitenmäßigen Flexhänden. Und der Vater schaut aus wie Nemesis aus Resident Evil. Yup, Hybratech macht tatsächlich Zombie-Supersoldaten mit Minigun-Armen. Ganz im Ernst? Ist der Film geil, oder was? Peter Coyote lässt dann diese beiden Restposten-Zenobiten frei. Julian und Cody seilen sich von dem Gebäude ab und... halt ganz kurz. Damit wir die Szenen jetzt einmal ein bisschen aneinander reihen können. Die letzte Aufnahme von Julian und Cody waren, sie sind in einem Stiegenhaus und gehen die Treppen hoch. Schnitt, sie seilen sich von oben ab. Wo genau haben sie das Seil, das Wissen, wie man sich abseilt, die Zeit, wenn sie von den Zombies verfolgt werden? Wie, auch nur wie, macht dieser Plot ansatzweise Sinn?
Egal, da fehlt vielleicht einfach nur eine Szene. Aber ich weiß auf jeden Fall, was mir fehlt, welche Szene mir fehlt an der Stelle, ist der Kampf gegen Nemesis über Jason. Julian nimmt dann eine Waffe von der Leiche, beginnt auf Zombies zu schießen, aber er will nicht so ganz. Cody feuert ihn an, komm, schieß mal, sie war meine Freundin, ja, aber Tonung liegt auf wahr und außerdem an der Stelle echt lustig, wie Cody ihn anschreit und wie Cody meint, schieß endlich, schieß, 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 schieß. Ah, ist das großartig. Wir schalten dann zurück zur zweiten Gruppe. Natürlich haben die Fahrerinnen und das Kind den Unfall überlebt. Aber jetzt taucht Sieg, der den Unfall auch überlebt hat, plötzlich auf und beißt dem Kind von hinten in den Kopf. Moment, hat der Film gerade das einzige Kind umgebracht? Bis dann Sieg mit dem Flammenwerfer flambiert wird. Außerdem, an der Stelle fällt mir ein, ist brennendes Gerstenmalz dann eigentlich Flammbier? Egal, die Gruppe kann mit dem Auto entkommen, aber Nemesis stellt sich in den Weg. Nemesis, ja, er schießt mit seinen Minigun-Armen auf das Auto. Boah, das wird so geil. Einer steigt aus, wirft eine Handgranate, die explodiert und Nemesis ist tot. Diesen geilen Endbösewicht auf. Ihr baut quasi das Coolste auf, was ein Film wie Return of the Living Dead 4 nur haben könnte. Und ihr versenkt es mit einer Granate im Klo. Schämt euch! Ganz im Ernst. Sieg, der übrigens mehr aushält als Nemesis, attackiert Julian, dann taucht übrigens auch seine Mutter, die Dreadlock-Zenobitin, auf. Die wird dann gekillt, weil sie mit ihrer Flex in den Stromkasten sägt. Und Julian kann dann letztendlich Sieg austricksen und auch mit einer Granate killen. Dass irgendjemand sagt, er hat einen Zombie ausgetrickst, ist möglicherweise jetzt nichts, auf das man ganz besonders stolz sein muss. Apropos nicht ganz besonders stolz, an der Stelle taucht dann in dem Film das SWAT-Team auf. Hat irgendwie ganz schön lang gedauert, bis sie sich dorthin erbarmt haben. Sie schießen die Zombies nieder, übrigens alle mit ihrem Gesichtsschutz hochgeklappt. Aber egal, sie mähen die Zombies quasi in extremerer Art nieder. Ist Lionel in Braindead. Nemesis steht an der Stelle dann wieder auf. Yes, vielleicht passiert noch was, vielleicht tut sich noch was. Ich weiß es nicht, aber Moment einmal. Wir haben jetzt eine Halbmaschine, die mit einer Minigun auf Polizisten schießt, die in der Nähe von dem Hochhaus einer alles dominierenden Firma stehen. Das kommt mir von irgendwie bekannt vor. Ich weiß es nicht. Vielleicht schaue ich einmal auf der Homepage von Terminator 2 nach, ob mir irgendwas auffällt. Egal, diesmal wird natürlich Nemesis auch relativ schnell besiegt. Dafür allerdings mit einem Schuss aus dem Panzer. Ich meine, gut, das Militär fährt durch die Stadt. Offensichtlich mit einem komplett geladenen Panzer, aber für mich, der schon das MG-Ende in White House Down cool gefunden hat, muss man sagen, dass Nemesis aus nächster Nähe mit einer Rakete aus einem Panzer abgefeuert wird, ist auch schon ein relativ cooles Ende, selbst wenn man sich natürlich einen längeren Kampf mit diesem coolsten Zombie-Teil ever erwartet hätte. Wir sehen dann die Nachrichten. Hybratech dementiert den Zombie-Ausbruch. Wie genau wollen die das dementieren? Wie viele Zeugen gibt's eigentlich noch dafür? Aber egal, der Moderator wird dann direkt während den Nachrichten im Nachrichtenstudio von den Zombies attackiert und damit ist der Film zu Ende. Nach netten 78 Minuten. Von 85 Minuten Filmlaufzeit, aber den Rest haben sie dann aufgefüllt mit irgendwelchen Behind-the-Scenes-Gags vom Dreh. Quasi B-Roll-Material, Behind-the-Scenes-Footage, weil wer wollte nicht schon einmal Zombie-Darsteller am Pissoir oder beim Burger-Essen sehen? Egal. Damit ist Return of the Living Dead 4 auf jeden Fall zu Ende. Die Entwicklung des Return of the Living Dead Franchises ist wirklich spannend. Von der Horrorkomödie zum Horror-Slapstick, zum Horror-Splatter und jetzt quasi zum unfreiwillig komischen Splatter-Trash. Und ich muss an der Stelle eines sagen, was wahrscheinlich die wenigsten erwarten würden, aber Return of the Living Dead 4 ist ein unglaublich cooler
Zombie-Film. Und ich kann nur jeden Zombie-Splatter-Trash-Fan, der ähnlich gepolt ist wie ich, empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Wir haben eigentlich überwiegend sehr gute handgemachte Effekte, inklusive Fressszenen, die es eigentlich im Return of the Living Dead Franchise relativ wenig gegeben hat. Wir haben den ein oder anderen In-Joke, der zeigt, dass die Macher sich sehr wohl im Franchise auskennen, aber wir haben billige Sets, wir haben dämliche Dialoge, das Ganze natürlich noch relativ kompetent gefilmt, also man hat nicht einmal den Eindruck, irgendeinen schwachsinnigen Amateurfilm zu sehen, und alles, diese ganzen Elemente genau irgendwie in dem richtigen Ausmaß balanciert, um Spaß zu machen. Der Film ist mit nur 78 Minuten Reinlaufzeit ohne Abspann sehr kurz. Es gibt eigentlich keine wirklichen Durststrecken und Hänger, und dafür gibt es geniale Einfälle wie einen Maschinengewehr-Zombie. Egal, ob jetzt die Continuity mäßig ist, für einen Trash-Fan ist dieser Film auf jeden Fall sehenswert. Die Frage, die wir am Ende uns vielleicht noch stellen könnten, ist: Wie hat's Peter Coyote in den Film verschlagen? Ich weiß auf jeden Fall, euch sollte es definitiv in den Film verschlagen, weil ich persönlich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt mit Return of the Living Dead 4, und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass mit der richtigen Einstellung, und die heißt Videoabend mit Freunden, auch ihr wahnsinnig viel Spaß mit dem Film haben könnt.